Hallo und herzlich willkommen im neuen Kunstverein Gießen. Mein Name ist Melchior Wittasset und ich begrüße euch herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Mutters Schuhe von Nina Röder. Nina Röder arbeitete bereits an der Bauhaus-Uni Weimar und ist derzeit Professorin für Fotografie in Hamburg. Die Arbeit Mutters Schuhe besteht aus 3x3 Bildern, die die Künstlerin selbst, ihre Mutter und Großmutter in den jeweils gleichen Situationen zeigt. Das heißt, im gleichen Outfit und im gleichen Setting. Ich freue mich sehr, dass heute Abend Nina Röder auch zur Eröffnung anwesend ist hier bei mir in Gießen und uns eine kleine Einführung zur Ausstellung geben wird. Ich werde sie kurz einlassen. Hallo Nina. Hallo Melchior. Ich freue mich total, hier zu sein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, es ist mir eine besondere Freude, diese Serie mal wieder zu zeigen. Es ist ja sozusagen mein Oldie but Goldie. Die Serie ist realisiert worden im Jahr 2008, als ich noch Studierende war an der Bauhaus-Universität. Und freue mich ganz besonders, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Abend. Ja, sehr gerne. Um vielleicht einen ersten Eindruck von der Arbeit zu bekommen, möchte ich dich fragen, ob du vielleicht ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von Mutters Schuhe sagen kannst und zu deiner künstlerischen Arbeitsweise oder Herangehensweise so im Allgemeinen. Ja, gerne. Wie gesagt, Mutters Schuhe ist eine Serie, die ja sozusagen den Startpunkt in mein fotografisches Arbeiten markiert. Also das ist wirklich meine allererste fotografische Serie, die entstanden ist. Und ich habe mich damals eben als Studierende gefragt, wer war meine Mutter, bevor sie eine Mutter oder vor allem meine Mutter war. Also wie war sie vor allem als Jugendliche? Denn darum geht es in dieser Serie. Es sind ja Nachinszenierungen von Situationen aus der Jugendzeit meiner Mutter. Und ich habe mich eben dafür interessiert, wer war meine Mutter? Das ist übrigens diese Dame hier. Wer war meine Mutter? So zwischen 14 und 16 Jahren, welche Träume hatte sie, welche Hoffnungen hatte sie für die Zukunft und was waren ihre Erwartungen. Und was ich mir dann allerdings auch überlegt habe, war so die Tatsache, dass Erinnerungen selbstverständlich Metamorphosen unterlegen sind. Wir neigen ja oft dazu, dass wir bestimmte Situationen in der Vergangenheit so beschönigen, um vielleicht auch damit besser klarzukommen. Und im Besonderen hat mich interessiert, wie meine Großmutter, die sieht man hier auf dem Bild beispielsweise, wie meine Großmutter so im Nachhinein darüber denkt, wie sich meine Mutter gefühlt haben mag und dann auch eben meine Perspektive, also wie ich glaube, die ja nicht dabei war in den Situationen, im Gegensatz zu meiner Mutter und Großmutter, wie eben ich glaube, dass meine Mutter diese Situationen erlebt hat. Genau, das ist so das Konzept hinter dieser Arbeit. Und ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, ist es so, dass wir in diesen drei Triptychen immer die gleichen Kostüme tragen. Das sind Kostüme, die im Besitz meiner Mutter sind und die eben mit diesen Geschichten in einem ganz besonderen Zusammenhang stehen. Fotografiert wurden diese drei Triptychen im Haus meiner Großeltern, also an dem Ort, wo meine Mutter aufgewachsen ist und wo diese Situationen eben auch geschehen sind. Genau. Es ist so, dass eigentlich seitdem, also seit 2008, die Geschichte meiner Familie eine ganz besondere Rolle in meiner Arbeit spielt. Also beispielsweise habe ich gerade erst wieder eine Serie realisiert, die trägt den Titel Champagner im Keller und dort ist meine Mutter quasi die alleinige Hauptperson. Genau.
Ja, wie du gerade beschrieben hast, zeigen die Bilder ja Situationen aus dem Leben deiner Mutter. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer beschreiben an dem Motiv Wohnzimmer, was hier an der Wand auch gerade zu sehen ist. Ja, sehr gerne. Also das ist ein ganz besonderes Motiv, weil eigentlich mit dem Kostüm, was wir hier alle drei tragen, was man so ein bisschen hinten offen lassen musste, was den Reißverschluss betrifft, weil es schon ein bisschen eng wurde hier und da. Und das ist ein ganz besonderes Kleid. Ich habe es auf dem Dachboden gefunden, meiner Großmutter. Und ich fand das so erstaunlich modern und habe gefragt, was ist denn das für ein Kleid? Und meine Großmutter meinte, das ist das Tanzkurs-Abschlussballkleid deiner Mutter. Und da klingelten bei mir die Glocken, weil ich dachte, wow, das ist ja ein Abend, der mit so vielen absurden Erwartungen überhäuft wird. Und ich wollte wissen, wie meine Mutter diesen Abend erlebt hat. Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt, dass der Abend für sie eher nicht so prickelnd gelaufen ist. Einmal war es so, dass ihr Partner kurzfristig ausgetauscht wurde, weil sie mit ihrem Alten nicht so zufrieden war. Der neue Tanzkurspartner aber die Erwartungen noch untertroffen hat. Und dann hat er ja auch noch Nelken mitgebracht, und das sind bei uns in Franken auch eher Grabblumen. Und der Abend hatte entsprechend nicht den glücklichsten Start. Und im Nachhinein kann man natürlich über sowas lachen, aber in dem Moment war das für eine Jugendliche natürlich alles andere als schön. Genau. Das ist der Moment, der hier nachinszeniert wurde. Man kann es am Gesichtsausdruck meiner Mutter möglicherweise ablesen. Und ja, und so haben wir das eben auch nachinszeniert mit meiner Person und mit der Person meiner Großmutter. Für die Ausstellung in Gießen hast du ja nochmal die Präsentation der Bilder neu überdacht. Kannst du kurz sagen, in welcher Form die jetzt hier in der Ausstellung zu sehen sind, die Bilder? Ja, also Anbetracht der derzeitigen Situation und auch der Architektur dieses Ortes habe ich mir gedacht, dass es total sinnvoll ist, die Ausstellung sowohl vom Außenraum als auch für den Innenraum funktionabel zu gestalten. Also das heißt, so zu designen, dass man eben auch von dieser Fensterfront die einzelnen Motive erfahrbar machen kann, aber dass man auch, wenn man dann doch irgendwann hoffentlich die Möglichkeit hat, hier reinzugehen, das nochmal auf eine ganz eigene Art und Weise wahrnehmen kann. Und ich habe also diesen Raum in 3D nachgebaut, um zu erforschen, wie kann es möglich sein, dass ich von außen beispielsweise auch diese Thematik der unterschiedlichen Perspektiven wiedergeben kann, weil klar, diese drei Perspektiven auf eine vergangene Situation ist ja so der Dreh- und Angelpunkt dieser Serie. Und das ist etwas, was vor allem mit diesen hängenden Arbeiten der Fall ist. Also wenn ich um das Gebäude des Kunstvereins und vor allem um diese Fensterfront herumgehe, habe ich immer eben eine unterschiedliche Perspektive auf diese drei Präsentationen auf Stoff. Und ich habe so auch die Möglichkeit, immer andere Bezüge zu schaffen, je nachdem, welchen Blickwinkel ich einnehme. Also von einem bestimmten Blickwinkel sehe ich zum Beispiel meine Mutter und mich, von einem bestimmten Blickwinkel sehe ich meine Großmutter und mich. Und ich kann von einer bestimmten Außenansicht diese drei Aufnahmen wunderbar sehen, aber eben auch ums Eck hier diese kleineren Polaroids. Und das ist auch etwas, was mir wichtig war, dass man mit den Größen variiert. Also, dass man nicht hergeht und sagt, alle neuen Motive haben die gleiche Größe und haben somit ja vielleicht auch eine gleiche Präsentationsform. Ich habe eigentlich die drei unterschiedlichen Motive an den Raum
angepasst und an die Architektur des Raumes. Genau. Ja. Was noch ganz spannend ist zu erwähnen, ist die Stofflichkeit. Es ist daher begründet, dass die Kleidung, die Kostüme, die meine Mutter trägt, alle drei aus Polyester sind. Und so ist das Material, aus dem dieser Stoff ist, sogenannte recycelte Seide. Also das ist ein Material, was sich anfühlt wie Seide und auch von der Qualität sich verhält wie Seide, ist aber nachhaltig produziert aus recycelten Plastikflaschen. Genau. Ja, vielen Dank, liebe Nina, für die kurze Einführung in deine Ausstellung. Ich danke auch euch, dass ihr zugeguckt habt bei Instagram und der Eröffnung beigewohnt habt. Der Artist Talk findet am 12.06. um 18 Uhr statt in unserem virtuellen Kunstverein, der über unsere Website kunstverein-gießen.de zu erreichen ist. Und bevor wir jetzt mit der Eröffnung aufhören, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Zu der Ausstellung gibt es eine Edition, und zwar sind das die drei Polaroids hier hinten, die in einer Auflage von 10+2 zu erwerben sind. Weitere Informationen folgen dann auch in Kürze ebenfalls über unsere Website. Also vielen Dank und noch einen schönen Abend an euch. Tschüss! Prost!